Ernst Karl Rehberger, der Bibliothekar, der uns gerade viel über seine Stiftsbibliothek erzählt hat, der ist leider vor wenigen Tagen verstorben. Das Stift St. Florian in unserem Rücken, das ist schon sehr lange Zeit das kulturelle Zentrum hier in der Region. Es beherbergt seit dem Jahr 1071 das Sängerknabeninstitut. Und von dort sind jetzt der musikalische Leiter Franz Farnberger und einer der berühmten St. Florianer Sängerknaben, nämlich der Johannes Zehetner, bei mir. Herzlich willkommen, Johannes. Du hast ja einen berühmten Vorgänger. Auch der Anton Bruckner war Sängerknabe. Ich nehme an, der war nicht der Grund, dass du auch einer geworden bist. Was hat dich hierher gebracht? Mich hat hierher gebracht meine NMS-Lehrerin. Sie sagte, ich habe ein musikalisches Talent und ich spielte, bevor ich hierher kam, Tenorhorn und Blockflöte. Mein Vater singt im Kirchenchor und mir gefiel es sehr gut. Also die Musik liegt in der Familie und damit horchen wir einmal rein in die St. Florianer Sängerknaben. Die St. Florianer Sängerknaben, wir haben schon gehört, der Johannes, der heute bei uns ist, der wurde sozusagen von einer geschickten Lehrerin entdeckt als musikalisches Talent. Franz Farnberger, wie kommen Sie sonst zu Ihren Talenten? Gehen Sie da bewusst auf Stimmenfang, unter Anführungszeichen? Wir gehen jetzt vor allem in den letzten Jahren bewusst auf Stimmenfang. Wir schicken Leute in die Schulen, um dort Talente zu entdecken. Wir laden dann die Buben ein, die sich dafür interessieren, zu uns zu kommen. Die können auch ein sogenanntes Schnupperwochenende bei uns einmal verbringen und zu sehen, wie das ganze Leben als Sängerknabe abläuft. Und sie singen mir dann ein Lied vor und wenn das passt, dann können sie bei uns anfangen. Singen lernen ist das eine. Natürlich darf man die Schulbildung aber auch nicht vernachlässigen. Und so geht ihr ganz normal in die neue Mittelschule in St. Florian, in die öffentliche Schule und habt darüber hinaus Gesangsunterricht. Noch ein Singen muss man dann wieder lernen. Also wie darf ich mir den Tagesablauf vorstellen? Naja, wir stehen um 6:30 werden wir aufgeweckt. Um 7 gibt es Frühstück, dann um 7:45 fängt die Schule an. Nach der Schule gibt es Mittagessen, danach ungefähr 2 Stunden Freizeit. Um 4 bis 6 ist Studierzeit, also Hausaufgaben erledigen, üben für Schularbeiten, Tests. Und während der Studierzeit sind stimmenweise Proben, also erster Sopran, zweiter und Alt. Ganz, ganz viel Arbeit, aber das trägt natürlich auch große Früchte. Alois Mühlbachler zum Beispiel ist ein Name, der vielen im Ohr ist, einer der berühmtesten Sängerknaben der letzten Jahre. Auf welche Absolventen sind Sie denn besonders stolz außerdem? Ja, wir sind auf alle stolz, die später wieder Musik machen. Sie müssen nicht berühmt sein. Es gibt natürlich einige, die wieder Opernsänger geworden sind. Clemens Sander zum Beispiel, Thomas Paul, frühere Zeit Kurt Atzisberger, aber sehr viele singen in den Chören in Oberösterreich oder sie leiten Chöre. Das heißt, es gibt uns ein und gutes Feedback. Und darüber werden wir heute noch Gelegenheit haben zu plaudern. Jetzt kommt aber ein Sängerknabe namens Bruno Mars mit Grenade in unserem Hitpanorama.